geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie aufhorchen, wenn Sie hören, Thilo Sarrazin hat ein neues Buch geschrieben. Sein letztes hat die Nation gespalten in begeisterte Käufer und gnadenlose Kritiker. Diesmal wendet er sich gegen Rede- und Denkverbote. Er nennt es den neuen Tugendterror. Er kritisiert die Gleichmacherei, die Verharmlosung des Islam und den Begriff der Homo-Ehe. Sein schärfster Kritiker ist Jakob Augstein. Er nennt Sarrazin einen Rechtspopulisten und den Vordenker einer Kleinbürgerpropaganda. Beide bei mir jetzt im Streitgespräch an einem Tisch. Thilo Sarrazin und Jakob Augstein. Herzlich willkommen hier am Brandenburger Tor zum Sonntagmorgen. Ja, er ist Deutschlands erfolgreichster Autor. Riesenauflage, aber immer ein Riesenwirbel. Er provoziert wie kein anderer in Deutschland. Spricht er nun für die schweigende Mehrheit oder will er einfach nur Geld verdienen? Sind seine Thesen Irrsinn oder sagt er nur das, was andere sich nicht zu sagen trauen? Wir trauen uns auf jeden Fall, mit ihm zu sprechen. Es gibt keine Redeverbote bei uns. Ich begrüße ganz herzlich Thilo Sarrazin, den früheren Finanzsenator von Berlin, langjähriges Vorstandsmitglied auch der Bundesbank und immer noch Mitglied der SPD. Herzlich willkommen. Danke. Und ihm gegenüber sitzt Jakob Augstein. Er ist der Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Der Freitag und bei Spiegel Online Kolumnist. Er hat sich dieses Buch schon zur Brust genommen mit der schärfsten Kritik, die bisher dazu erschienen ist. Auch Ihnen herzlich willkommen. Hallo. Beide sitzen sich, beide waren schon mal in der Sendung, aber zu anderen Themen. Und Sie sitzen sich das erste Mal persönlich gegenüber. Herr Sarrazin, gibt es in Deutschland wirklich Rede- und Denkverbot? Ja, nicht formal, aber tatsächlich. Das ist ja auch so in allen Gesellschaften. Es gibt immer Grenzen. Die Frage ist, sind sie enger, sind sie weiter und was wird ausgeschlossen? Gibt es Redeverbot in Deutschland? Es gibt keine Redeverbote und Herr Sarrazin ist das beste Beispiel dafür, weil er ganz viele Sachen sagt, von denen ich finde, man sollte sie nicht sagen. Aber er sagt sie und er ist damit sehr erfolgreich, verdient sehr viel Geld, viele Leute lesen ihn. Er ist die beste Widerlegung seiner eigenen These. Ja, es ist niemand so umstritten wie Thilo Sarrazin und in der Tat hohe Auflagen, dann sicherlich auch viel Geld damit verdient, aber auf jeden Fall auch diesmal wieder allergrößte Aufmerksamkeit. Der Medienrummel war groß. Montag dieser Woche präsentierte Thilo Sarrazin sein neuestes Buch. Der neue Tugendterror. Die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland. Erwartungsgemäß provokant. Mit nichts anderem hat man bei Thilo Sarrazin gerechnet. Ich habe mit diesen 14 Axiomen, wie ich finde, sehr schön ein geschlossenes Weltbild abgedeckt. Rückblick 2010. Wie sich die Bilder ähneln. Vor 4 Jahren stellte Thilo Sarrazin sein Buch Deutschland schafft sich ab vor. Mit seinen Thesen zur Zuwanderung und Migration löst er eine wochenlange gesellschaftspolitische Debatte aus. Das Buch verkaufte sich millionenfach. Von den einen wird der ehemalige Berliner Finanzsenator gefeiert, von den anderen verachtet. Sarrazin, Sozialdemokrat und Ex-Mitglied des Bundesbankvorstandes, spaltet die Nation. Es ist unwissenschaftlich und es ist rassistisch. Herr Sarrazin hat recht. 95% der Bevölkerung denken so. Einer traut sich sagen. Jetzt also wieder ein neues Buch und neue Thesen. Der Journalist und Verleger Jakob Augstein reagiert in seiner Wochenzeitung Der Freitag auf Sarrazin. Ordnet ihn unter die Rechtsdenker ein. Und er geht noch weiter. Der frühere Politiker und Zentralbanker schrieb 2010, Deutschland schafft sich ab. Und gab dem deutschen Rechtspopulismus damit Gesicht und Argument. Ist Thilo Sarrazin ein rechter Populist oder nicht? Auch das wollen beide Herren jetzt hier vor Ort klären. Warum ist Thilo Sarrazin ein Rechtspopulist? Wenn man dieses Buch liest, was ich getan habe, sonst könnte ich hier nicht sitzen und mit Ihnen reden, das ist aber wichtig zu sagen, weil man muss die Sachen dann schon auch lesen, dann hat man das Gefühl, man hat eine Betriebsanleitung für zeitgemäßes rechtes Denken. Womit ich nicht sagen will Nazi oder Faschismus, sondern es ist rechtskonservatives Denken. Sie haben sozusagen gebündelt alles, was einem rechtskonservativ denkenden Menschen einfallen kann, gegen Frauen, gegen Muslime,
gegen jede Art von anderen Migranten, gegen Homosexuelle. Es ist sozusagen zusammengepackt. Es ist wie ein Volkshochschulkurs in rechtem Denken. Und da kann man schon sagen, das ist Rechtspopulismus, denn es popularisiert dieses Denken. Aber verboten ist es nicht. Verboten ist natürlich nicht, logisch. Sie bewegen sich sozusagen in den Grenzen der FDGO, in den Grenzen des Strafrechts sowieso. Also warum soll es verboten sein? Und offensichtlich noch in den Grenzen der SPD. Ja, das ist natürlich ein Problem. Das verstehe ich nicht. Ich bin der Meinung, habe es damals auch geschrieben, dass die SPD sie eigentlich tatsächlich hätte ausschließen sollen nach der Veröffentlichung des ersten Buches. Das wollte die Partei nicht tun, obwohl sie ja wissen, dass es ein Verfahren gab. Das wurde dann aber beendet. Da vielleicht gleich mal eingehakt bei dem Stichwort SPD. Warum treten Sie da eigentlich nicht aus? Denn Sie sagen ja, auch die SPD ist ein Beispiel für diesen Tugendterror, dass man bestimmte Sachen nicht mehr sagen darf. Ja, das gibt es in allen Parteien, das ist richtig. Ich bin seit dem Jahre 1973 in der SPD. Ich trat damals ein wegen einer fortschrittlichen Außenpolitik unter Willy Brandt, die wirklichkeitsnah war. Ich trat ein wegen einer nach der modernen Wirtschaftspolitik. Und ich trat ein, weil ich für einen starken Staat und für auch der ausgleichende soziale Gerechtigkeit bin. Für all das stand damals die SPD. Jetzt muss man immer neu austarieren. Sie hat auch seitdem oft geirrt, aber in der Summe sehe ich diese Ziele bei ihr dann mindestens so gut vertreten wie gegenwärtig bei Angela Merkel. Nun sagt Augstein, Sie sind ein Rechtspopulist. Stecken Sie sich das an den Hut? Ich stehe für bestimmte Aussagen und dann soll er sagen, wo meine Aussagen falsch ist und dann also diskutieren wir darüber. Sonst ist dies praktisch nach dem Motto, huch, der tanzt gerne, der trägt gerne rosa, das muss jetzt ein Schwuler sein. Mhm. So, das ist auch die Motto, welche ich ablehne. Jeder soll das sein, was er ist und aus innerlichem Recht. Aber gehen wir Recht. Mal gleich zu dem Thema. Ja? Haben Sie, haben was gegen die Homo-Ehe, das heißt... Sie haben also doch was dagegen, gegen den Namen. Ich habe was dagegen, den Namen der Homo-Ehe, weil die Ehe ist die Beziehung von Mann und Frau, von Menschen unterschiedlichen Geschlechts. So ist sie seit also vielen Jahrtausenden. Und also Homosexuelle können natürlich ihrer Neigung leben, das sollen sie auch, das ist ganz klar. Aber sie sind ja in einer anderen Beziehung, welche zum Beispiel nie offen ist für Kinder. Das hat die Natur so nicht vorgesehen. Das, was das Recht zurzeit möglich macht in Deutschland, geht Ihnen das zu weit? Nein, nicht vom Tatsächlichen her. In keiner Weise. Homosexuelle sollen, wenn sie sonst die Voraussetzungen haben, also nach der Kinder adoptieren lassen, wenn sie vernünftig aufziehen, ist es allemal besser, dass man einen der vernünftigen Adoptivvater oder eine vernünftige Adoptivmutter hat, als dass man gar keine Eltern hat oder die einen vernachlässigen. Aber gerade diese Stelle über die homosexuellen Ehe in Ihrem Buch ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, denn Sie sagen, dass Sie im Grunde gar nichts dagegen haben, dass die heiraten, die können das auch alles machen, das soll bloß nicht Ehe heißen, weil Ehe ist für Männer und Frauen. Und dann sagen Sie am Schluss, und selbst wenn das dann Ehe heißt, ist das auch nicht so schlimm, weil dann werden sich Männer und Frauen ein anderes Wort suchen, um ihre besondere Bindung. Ja. Und man liest es und denkt so, ja, was soll denn das jetzt alles? Und so geht mir das bei Ihrem Buch ganz oft, dass Sie rennen Türen ein, die stehen in Wahrheit weit offen. Und wenn Sie überhaupt einrennen wollen, müssen Sie sie selber vorher noch zumachen. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Wo man denkt, aber warum dann die ganze Aufregung? Das liegt daran, dass Herr Sarrazin, glaube ich, eine Technik, eine Kunst beherrscht, wo ich bin mir manchmal gar nicht sicher, ob Sie das eigentlich wissen und mit Absicht machen. Ich glaube, dass Sie eigentlich immer etwas ganz anderes schreiben, als was da steht. Ich glaube, dass der Subtext dessen, was Sie da schreiben, die Leute, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie niemanden jemals beleidigt hätten. Also in dem neuen Buch schreiben Sie, mit dem alten Buch hätten Sie nie jemanden beleidigt. Sie sind überhaupt nicht polemisch. Ihr altes Buch war aber schon eine einzige Polemik. Und Sie beleidigen in einem Fort eine Gruppe nach der anderen. In dem anderen Buch waren es vor allen Dingen die Muslime, die glaube ich, sehr, sehr beleidigt waren von Ihnen. Und in dem neuen Buch holen Sie noch gegen den Rest sozusagen der Menschheit aus, der nicht jetzt genau Ihrem Bild entspricht. Insbesondere, wie gesagt, Feministinnen, Homosexuelle. Mhm. Die kriegen alle einen mit. Sie sagen aber, Sie wollen sie gar nicht beleidigen. Damit machen Sie sich sozusagen ganz schlanken Fuß, aber Ihre Leser verstehen Sie schon richtig, Herr Sarrazin. Und das ist eigentlich das Problem. Sie werden schon so verstanden. Ich schreibe genau das, was ich meine. Und das kann man messen an der Wahrheit und an der Wirklichkeit. Und das, was ich meine, schreibe ich klar, aber unpolemisch. Und die Zusammenstellung von Tatsachen
oder von Zusammenhängen, die kann man so oder anders sehen. Sie ist aber, wenn sie auf die der Wirklichkeit geht, an niemanden beleidigend. Sie ist vielleicht für den einen oder anderen unangenehm. Beleidigend ist sie nicht. Übrigens rede ich ja mit vielen Muslimen. Die Muslime haben sich für mein Buch am allerwenigsten interessiert. Interessiert haben sich dafür bestimmte Deutsche, der Gutmenschen, die haben sich darüber aufgeregt. Und mit den meisten Muslimen, welche ich treffe, komme ich wunderbar klar. Ja, also Sie haben... Weil die nämlich selber genau wissen, was ich meine. Ich weiß nicht, Sie stellen immer zu in Ihrem Buch Behauptungen auf. Zum Beispiel sagen Sie, ein verfehlter Scherz über die Nazi-Diktatur oder über Frauen kann die Karriere kosten. Das ist für Sie so ein Beispiel für den Tugendterror. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo jemand seine Karriere verloren hat, weil er einen schlechten Frauenwitz gemacht hat. Vielleicht kriegt er vielleicht einen bösen Leserbrief oder seine Frau... Naja, Brüderle. Seine Frau hat ihn das seine Karriere gekostet? Also ich sage zu Beginn, Herr Augstein, das ist was anderes. Zu Beginn rede ich ja darüber, dass nach der Meinungsfreiheit immer Grenzen hat und auch Grenzen haben muss. Und dann rede ich über die Veränderung des Inhalts von Grenzen und bringe dann Beispiele für das, was also früher letztlich für einen Menschen, also nach der bürgerlich tödlich war. Und das hat sich geändert. Mhm. Und das wird an diesem Punkt auch gar nicht bewertet, wo ich das schreibe, sondern ich sage, früher war zum Beispiel Untreue oder bestimmte sexuelle Praktiken, welche offenkundig waren, waren das Ende für einen Menschen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Dafür kommen andere Dinge. Ein falscher Frauenwitz kann das Ende bedeuten. Da aber nehmen Sie sicher. Mal, ich kenne keinen Fall, wo das so ist. Sie sagen ja, das einfach. Nein, ja gut, Sie können jetzt auch andere Beispiele nehmen. Ich würde mich jetzt nicht am Beispiel aufhängen. Sie können doch gerne andere nehmen. Die Inhalte des der Sagbaren sind historisch zeitgebunden und sie ändern sich in der Zeit und sie sind mal enger und mal weiter. Das ist das, was ich zu Beginn sage. Aber ich glaube, dass Sie dem in dieser Abstraktheit auch zustimmen können. Was Sie machen, ist, das ist so eine Technik, es ist so eine Argumentationstechnik, dass Sie beschreiben Ihre Meinung als Wirklichkeit. Das ist sehr komisch. Sie haben ja hinten so ein Kompendium, wo Sie so angenommene Vorurteile zusammenfassen. Und sagen Sie, das ist dann auch in Ihrem Buch auch kursiv gedruckt, damit man merkt, dass es nicht Ihre Haltung ist. Und dann steht dann kommt wieder normal gedruckt die Wirklichkeit. Ja, da sehen Sie meine Meinung. Da sehen Sie meine Meinung. Ja. Ja. Aber Ihre Meinung ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist Ihre Meinung. Das muss man von sich behaupten können. Dann sehen Sie, was die Wirklichkeit in meinem Lichte dazu sagt. Und da, wo ich die Wirklichkeit und die Abwägungen in der Wirklichkeit spiegeln, die Sicht wieder, wie sie aus meiner Sicht tatsächlich ist. Und vorne baue ich, und das finde ich also eigentlich auch sehr schön, einen bestimmten Standpunkt auf, den ich natürlich auch da polemisch überspitze. Das ist die Methode, sonst hätte ich 1000 Aber Seiten nehmen wir mal müssen. So eine Überspitzung. Und diese Überspitzung, die beginnt jedes Mal wie ein beliebiger der Feuilleton-Artikel in der Woche, in der Zeit oder irgendeiner anderen, nach der linksliberalen Postille, wenn Sie das einsteigen, denken Sie, sowas könnte man ja im Kommentar stehen. Und dann treibe ich das darin angelegte Denken auf die Spitze und in seine Konsequenz. Übrigens habe ich vor dem Kapitel einen langen Abschnitt, wo ich sorgfältig abwäge zwischen Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Und diese Abwägung ist auch ganz wichtig, denn ich wende mich ja gegen bestimmte... Nach der Übertreibung, ich wende mich ja nicht gegen Gleichheit. Das aber jetzt nehmen wir nochmal Gleichheit. Also jetzt nehmen wir mal eine These. Die Bild am Sonntag hat es dann gleich drüber geschrieben, auch über das Interview. Männer sind intelligenter als Frauen. Das habe ich ja noch nicht gesagt. Sondern ich habe praktisch das Postulat, Männer und Frauen haben keine Unterschiede, außer ihre physischen Geschlechtsmerkmale. Was ja in der Tat viele auch glauben, das ist der Kern der Gender-Theorie, wenn man so will. Und dann sage ich, das ist ja so nicht der Fall. Männer und Frauen haben Unterschiede in der Lebenserwartung, in ihren Neigungen. Sie sind gleich intelligent, aber also Frauen können das eine besser, Männer können das andere besser. Und Frauen liegen in der Intelligenz enger beieinander. Es gibt weniger dumme Frauen, extrem dumme Frauen und weniger extrem der kluge Frauen, gemessen am IQ. So, und das haben ist Sie ja das auch in so, Ihrer Umgebung getestet? Nein, dazu müssen Sie nur die... nach der Wissenschaft lesen und dann wissen Sie das. So, und das habe ich auch dann zitatmäßig belegt. Lesen Sie nach, Detlef Rost, Intelligenzfakten und Mythen, unser
unser Intelligenzpapst in Deutschland, aber das ist auch der internationale Stand. Das ist aber für Sie ist das jetzt Mythos. Wie kann es also jenseits von 130 ist einfach bei den Männern, die der Kohorte wie kann es denn passieren? Wie kann es denn passieren, dass dann die Bild am Sonntag diese Überschrift macht und der Kollege Hane das jetzt so zitiert und Sie dann gleich wieder sagen, oh Moment, das habe ich so nicht gesagt. Denn das passiert in der Rezeption Ihrer Äußerungen immerzu, dass Sie immer sagen, ich bin missverstanden worden, ich bin bewusst missverstanden worden, ich bin falsch zitiert worden. Da kann ich nur sagen, Sie machen mit Ihren, Sie sozusagen, Sie werfen diese Gedanken da rein, Sie wissen ganz genau, was damit passiert und Sie vermischen immerzu Statistiken, Meinungen und Polemiken auf eine Art und Weise. Ich finde, das machen Sie mehr oder weniger geschickt, sonst würde das auch bei den Leuten nicht so gut ankommen. Aber Sie übernehmen dafür eine Verantwortung und das ist eigentlich das, was mich daran interessiert. Deshalb finde ich es auch wichtig, mit Ihnen darüber zu reden. Sie versorgen einen wachsenden Rechtspopulismus in Deutschland mit Argumenten. Jeder, der AfD wählen will, jeder, der gegen den Euro ist, jeder, der gegen den Euro ist, der im Grunde die europäische Integration nicht will, der keine Lust hat auf Ausländer in ihrem Land, kann sich Ihr Buch kaufen und sich mit Argumenten versorgen. Und das ist Ihre Verantwortung. Das werfe ich Ihnen vor. Ja, wissen Sie, aus eben diesem Grund hat die der Kirche im Mittelalter nach die Bibel verboten, weil da konnte ja jeder x-beliebige kommen und sich mit Argumenten gegen die Kirche versorgen, gegen den Papst, gegen das Zölibat und so weiter. Also das finde ich ein ganz tolles Argument. Sie arbeiten gar nicht damit, dass ich falsche Sachen sage, sondern Sie sagen, Sie also schreiben Dinge auf, die machen es anderen leichter falsch. Sie schreiben Ihre Meinungen auf. Meinungen sind weder richtig noch falsch, Herr Sarrazin. Ja, also, Sie haben eine Meinung, die Sie schreiben Sie auf. Also Fakten sind richtig oder falsch. Es ist ein Faktum, dass es jenseits der 130 mehr der Männer als Frauen gibt. Dieses also, Faktum erwähne ich in einer langen Listung von Unterschieden und habe es mit einer der Fußnote belegt. Das hat mich im Interview, der Bild am Sonntag, gefragt und ich kriege eine wissenschaftlich vollständig exakte und verständliche Antwort ich von gehe mir. Nicht mit Ihnen, ich gehe nicht mit Ihnen in den dunklen Keller Ihrer merkwürdigen Statistiken, denn das ist sozusagen das, was Sie wollen. Weil Sie sich vor der Wahrheit scheuen. Ich zitiere keine merkwürdigen Statistiken, ich zitiere ausschließlich... Sie geben Ihre Meinung als Wirklichkeit aus. Sehen Sie, das ist der Punkt, Sie haben Angst vor der Wirklichkeit. Ich zitiere ausschließlich amtliche Statistiken oder nach der wissenschaftlich renommierte Untersuchungen, sonst Sie sagen, nicht. Sie sagen, dass die linken Journalisten, ich kenne persönlich gar nicht so viele linke Journalisten, ich bin einer, die meisten, die ich kenne, sind gar nicht so links, wie Sie oft mal denken. Sie sagen, dass eine linke Medienöffentlichkeit zum Beispiel die Auffassung verbreitet, Kinder brauchen keine Eltern. Ich kenne niemanden, der so einen Quatsch sagt. Darauf bauen Sie aber ein ganzes Argument auf. Das ist, Sie sagen, Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin zählen nichts und sind in unserer komischen, linken, gleichmacherischen Gesellschaft nichts mehr wert. Ich kenne niemanden, der sagt, Fleiß und Pünktlichkeit sind nichts wert. Alle Leute, die ich kenne, auch Linke übrigens, sagen, wenn wir uns verabreden, möchte ich bitte, dass du pünktlich bist. Wenn du deine Arbeit machst, möchte ich bitte, dass du fleißig bist. Das heißt, Sie reden, Entschuldigung, bei allem Respekt jetzt, totalen Unsinn. Und zwar, das bauschen Sie aber ganz groß auf. Ich habe überall bei diesen Punkten die Wirklichkeit und da sehen Sie das, was aus meiner Sicht so ist und was ich dann belege. Und davor ziehe ich einen bestimmten Standpunkt, den ich immer wieder sehe, den spitze ich zu. Und das in der Tat ist alles ganz eindeutig belegt und auch von mir belegt mit Zitaten ihrer der Journalisten. Und natürlich steht hinter der also Familienpolitik, wie wir sie heute haben, und hinter dem nach der Mainstream eine bestimmte der Familienfeindlichkeit, ein Hass auf die klassische der bürgerliche Familie, die für ihre Kinder sorgt, die diesen Kindern also Chancenvorteile gibt, die vererbt und besitzt und die der also Träger der bürgerlicher Werte ist. Und dieser Hass gegen die Familie zieht sich ja nach der ideengeschichtlich, nach der von Rousseau, der seine Kinder ins Findelhaus brachte, über Marx, der sich auch nicht vernünftig kümmerte, über Engels, der das Absterben der Familie da herbeisehnte, bis in die 68er, für die ja die also bürgerliche Familie geradezu nach der Hassobjekt war. Und das finden wir bei ganz vielen Journalisten. Noch schauen Sie dazu, mal unter Ihren Kollegen, wie viele dort verheiratet sind und wie viele Kinder haben. Also, es ist das Beste, was uns passieren kann, dass der Moderator überflüssig ist. So stellen wir uns das vor. Die Gäste sprechen miteinander. Wir können das jetzt nicht ausdiskutieren, aber fragen mal kurz, wie immer an dieser Stelle, nach draußen. Was sagen die Spaziergänger hier draußen eigentlich zu Thilo Sarrazin? Das ist ein Nazi.
Was halten Sie denn von seinen Thesen? Auch überhaupt nicht. Der müsste rausfliegen aus der SPD. Versteht die SPD überhaupt nicht. So, was er denkt, ist nicht so verkehrt. Wir sind alle sehr schmalspurig ausgerichtet. Und da ist mal jemand, der ein paar andere Worte benutzt, sag ich mal so. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, der will echt bloß Geld verdienen. Und sowas gibt halt immer gute Publicity und deswegen schreit er da immer laut draußen rum. Nicht zeitgemäß, nicht differenziert genug. Also ich bin da ganz und gar nicht auf seiner Argumentationslinie. Wenn es Grenzen der Meinungsfreiheit gäbe, dann hätte Thilo Sarrazin nicht auf so vielen Zeitungen jetzt wieder ein Forum für seine Thesen. Er widerlegt im Grunde mit seiner Propagandamaschine, die er aufs FF beherrscht, komplett die ganze These seines Buches. Absurd. Ja, also, einer dieser Menschen hat eben gesagt, das ist nicht zeitgemäß. Und das ist ein ganz zentrales Argument. Denn ich glaube, dass wir in dieser Gesellschaft und in dieser Debatte, die wir führen, viel, viel weiter sind, als Sie tun. Sie tun so, Sie gehen im Grunde zurück in einem Diskussionsstand, den wir vielleicht mal hatten. Aber wenn ich Zeitungen lese, wenn ich mit Leuten rede, und zwar egal welchen Alters und übrigens tatsächlich auch egal welcher politischen Couleur, sogar Leute von der CDU, möchte ich jetzt mal sagen, aus meiner Sicht, führen heute über die Themen, die Sie ansprechen, viel aufgeklärtere Diskurse, als Sie offenbar wahrnehmen, als Sie den Leuten zutrauen. Und das ist ein bisschen... Das ist so regressiv. Das ist das, was Sie machen, ist eigentlich eine Regression. Und Sie helfen Leuten, die auch regressiv denken wollen, das zu machen. Und das ist irgendwie blöd. Aber da werden Sie finden genug Leute, die das kaufen. Und Sie werden der AfD Wähler zuspielen, ob Sie das wollen oder nicht. Da bin ich absolut sicher. Hat Herr Lucke schon mal bei Ihnen angerufen? Der saß letzten Sonntag hier auf Ihrem Stuhl, der Parteichef der AfD. Ob Sie da nicht Spitzenkandidat werden? Ich kenne Herrn Lucke. Ja. Das war die Antwort. So, das ist doch keine Antwort. Also Sie kennen Frage, ihn im Sinne von, Sie können mit ihm nichts anfangen. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich rede heute nicht über die AfD. Dazu zeitgemäß, also käme für Sie aber nicht in Frage. Nein, ich bin und bleibe Mitglied bei der SPD. Dazu zeitgemäß, Herr Augstein, das ist eine Wertungsfrage. Die Positionen, die ich beschreibe in den Abschnitten da die Wirklichkeit, empfinde ich persönlich als abgewogen und zeitgemäß, und ich wende mich allerdings gegen einen Geist, der unter dem also Gleichheitswahn letztlich einen in der Summe, wie ich finde, verfehlten und auch nicht weiterführenden und sogar gefährlichen Weltblick hat. Und wenn Sie sagen, dass dieses mein Wenden gegen den marxistischen Gleichheitswahn, der hier überall rauskommt, dass dieses unzeitgemäß sei, dann lebe ich damit gerne. Aber Sie, für Sie sind Christen, Feministen, Kommunisten, Umweltschützer und Selbstmordattentäter, also Dschihadisten, ja, das ist jetzt alles Ihre Diktion, diese üben alle Tugendterror auf uns aus. Das ist eine so heterogene Gruppe, das macht schon analytisch überhaupt keinen Sinn mehr. Der Tugendterror hat ganz viele Quellen, Herr Augstein, und der begann in der Tat mit dem Christentum. Die Römer und Griechen waren keine Tugendterroristen. Das ist der schrägste Teil. Ja, die waren, ja, und es ging dort los. Und das war, wir haben die übersinnliche Wahrheit und die setzen wir jetzt durch. Und so begrenzen wir den Korridor des Denkens. Und das geht bis heute durch. Ja. Auch im Blick auf die Uhr. In einem Punkt muss doch Thilo Sarrazin auch im Blick auf Sie recht haben, was Meinungs- und Redeverbot angeht. Sie haben die israelische Politik kritisiert und stehen jetzt auf Platz 9 der Antisemiten. Nicht mehr. Aber knallhart haben Sie diese Keule gespürt. Aber das ist doch Unfug. Ich war doch in meiner Meinungsfreiheit nicht eingegrenzt, sondern das war eine hart geführte Debatte, teilweise auch unter der Gürtellinie, kein Spaß. Aber ich habe mich doch nie beschränkt gefühlt in meiner Meinungs- oder Äußerungsfreiheit. Das ist einfach nicht wahr. Ich bin kein Opfer. Also, und dadurch, dass Sie hier sitzen können und frei reden, können Sie ja auch nicht sagen, es gibt Denkverbote. Was ich immer sage, auch was ich immer ablehne, mich in der Opferrolle zu sehen, sondern ich habe mir immer, also nach dem mein Wort verschafft, das findet der eine gut und der andere weniger gut. Ich sehe allerdings ein Klima, in dem viele Menschen in Deutschland das Gefühl haben, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei sagen können. Aber warum tun Sie sich das an? Farbbeutel gegen ihr Haus, die Familie betrifft es, Sie werden unter Polizeischutz, mussten Sie schon auftreten. Warum machen Sie? Sind Sie Überzeugungstäter oder wollen Sie Geschäfte machen? Also ich habe mich immer für die soziale Wirklichkeit interessiert,
und für die Gesellschaft. Und dort war ich auch tätig, ob falsch oder richtig. Also Zufall hat mich auf diesem Weg am Ende in eine das Schreibende Tätigkeit gebracht. Dazu ich sehe, dass ich dort auch Einfluss habe. Und ich muss sagen, es macht mir auch durchaus Freude, einen Gedankengang durchzugehen und denen also da niederzulegen und zu sehen, wie er Form gewinnt. Ja, und dass sie das jetzt nicht gut finden, kann ich auch irgendwo, finde ich das natürlich völlig okay. Mhm. Fänden alle das gut, wäre es doch stocklangweilig. Aber Herr Sachertz, Sie sagen, Sie interessieren sich für die soziale Wirklichkeit in Deutschland und Sie sagen, es gibt einen Gleichheitswahn. Deutschland ist das Land im Euro mit der größten Ungleichheit in der Vermögensverteilung. Das ist jetzt, gerade ist die Statistik, wo Sie doch Zahlen so lieben, vom DIW herausgekommen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir sind eine Gesellschaft, die driftet sozial immer weiter auseinander. Und übrigens auf diesem Boden, auf diesem Boden sozusagen der wachsenden sozialen Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit wachsen Ihre Thesen und wächst auch der Erfolg der AfD. Und so, das ist das Problem. Muss leider abbrechen, weil die Sendezeit vorbei ist. Herr Sarrazin, tut mir leid. Sie sind gegen seine Thesen, aber haben Sie Respekt vor einem Mann, der die durchsteht? Muten Sie mir das doch jetzt nicht zu. Ich habe Respekt vor Herrn Sarrazin als Mensch und Mitbürger, nicht vor seinen Thesen. Und die Tatsache, dass Sie mit Augstein hier im deutschen Fernsehen fröhlich diskutieren können, ist doch ein Zeichen von Meinungsfreiheit. Das ist positiv. Kein Drohnenterror auch erhalten. Wunderbar, das ist ein schönes Wort. Herr Sarrazin, herzlichen Dank. Herr Augstein, danke, dass Sie da waren. Es geht spannend weiter.